Jetzt geht's wieder los, ihr Lieben. Jetzt mache ich mal was. Das ist ganz komisch. Extra auch vielleicht, den Speicherplatz bei Microsoft OneDrive zu sparen. Also, so ist meine Vorahnung, dass ich jetzt das richtig mache. Und das ist jetzt mein Trick, wenn man unbedingt mal Microsoft OneDrive mal braucht oder so, falls das mal gar nicht mehr anders geht. Ich sag das jetzt mal nur so. Könnte sein, es kommt noch mal in Zukunft. Dann macht man das einfach so und geht hier auf Verknüpfung. Da muss man jetzt eine Verknüpfung auf dem Desktop machen, wenn man unbedingt auf dem Desktop irgendwas braucht. Es reicht ja eine Verknüpfung, ne? Hier, das ist jetzt das primäre Fensterchen, das kleine hier, das rote, das knallrote. Und das ist jetzt sekundär da oben, ne? Sage ich jetzt nur mal so nebenbei. Jetzt gehe ich dahin, wo ich weiß, wo meine Daten sind. Und die sind hier irgendwo unter dem hier. Und da irgendwo sind meine Daten. Dann nehme ich einfach mal die Daten und gehe mal dahin. So, und gehe dahin, wo ich weiß, dass meine Daten sind. Irgendwo hier in dem Ordner. Da will ich das jetzt anklicken hier. Na, dann gucken, wo. Da. Dieses Stück Word-Datei, also eine Endung, die Endung DOCX, die nehme ich mal. Und dann habe ich es richtig gemacht. Das ist irgend so eine Datei in Word, die ich mal geschrieben habe. Und dann gehe ich hier auf Weiter. Und dann kann man das vielleicht so lassen, aber hier kann man auch noch rumeditieren und das ein bisschen abkürzen, wenn man will. Ich mache einfach mal so ein bisschen Spaß, dann habe ich es ein bisschen kürzer. Und dann hat man das richtig editiert. So erscheint das später hier auf dem Desktop. Damit der Text nicht so lang ist, dann ist das ein guter Tipp. Dann macht man den Text einfach kürzer. Und dann macht man hier fertigstellen. Und das Endergebnis sieht dann so aus. Guckt euch das mal an. So sieht das dann aus. Hier irgendwo bei Word. Tue ich das hin? Kann ich auch hier hin tun, ist eigentlich egal. Einfach hier bei Word, dann sieht man gleich, dass das in Word aufgeht. Und das ist ein guter Tipp, damit man nicht so viel Daten hier lokal auf dem Desktop-Ordner hat. Genau, das ist jetzt zum Thema Desktop-Ordner auch nochmal zu sagen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt mal so ein Trick, damit man so ein bisschen OneDrive-Speicher spart. Vielen Dank.